Hallo, ich bin ein extrem cool aussehender Vogel, der auf dich zeigt. Du guckst gerade den UFM Gamecheck mit Cold Mirror. Das ist cool. Du bist cool. Danke, cool aussehender Vogel, der auf mich zeigt. Hi, ich bin Cold Mirror und ich zeige euch heute im UFM Gamecheck Angry Birds. Das kennen vielleicht schon einige von euch und die meisten werden sagen, ich habe das schon mindestens 1 Milliarde Jahre auf meinem iPhone, ja, es ist mega alt. Ja, das stimmt. Aber jetzt neu Angry Birds für Google Chrome. Umsonst. Also Angry Birds gibt's jetzt auch als kostenloses Browser-Game. Und bei mir funktioniert's auch mit Firefox, also man muss sich nicht extra Google Chrome runterladen. Das heißt, endlich können Leute wie ich, die zum Beispiel nur so ein schrottiges 30-Euro-Handy haben, was als Special-Feature groß und klein Schreibung hat, endlich auch Angry Birds spielen. Aber für alle, die Angry Birds noch nicht kennen, hier mal eine kleine Zusammenfassung. Fiese, kleine, grüne Schweine haben Vogeleier geklaut und verschanzen sich in Festungen. Die Vögel sind darüber so sauer, dass sie sich mit Katapulten umherschießen lassen, um Kamikaze-mäßig die Festungen kaputt zu bomben. Deswegen Angry Birds. Auf so eine Story muss man erstmal kommen. Das spielt sich auf dem iPhone so, dass man den Katapult langzieht und die Vögel dann in einem gewissen Winkel losfliegen lässt. Und mehr macht man auch nicht. Und am PC ist es das gleiche, nur dass man den Katapult mit der Maus bedient. Die Level sind aber gleich. Und von Level zu Level werden die Festungen der grünen Schweine schwerer kaputt zu bomben. Aber die Vögel sind ja nicht doof, die haben eine große Artenvielfalt entwickelt. Es gibt zum Beispiel Vögelchen, die sich wie eine Splittergranate in der Luft aufteilen und verstreut aufschlagen. Es gibt Vögel mit stärkerer Durchschlagskraft und dicke Bombenvögel. Vögel, die ihre Eier nach unten schmeißen und so weiter. Und manchmal braucht es gar keine Durchschlagskraft, sondern nur den richtigen Winkel, um eine Kettenreaktion auszulösen. Hier seht ihr das? Das war gar nicht meine Absicht. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, was für grandiose Soundeffekte in diesem Spiel benutzt werden. Ich versuche das mal eben nachzumachen. Das Spiel ist allein auditiv befriedigend. Und weil das Ganze ja jetzt neuerdings über Chrome läuft, könnt ihr während des Spiels kleine Chrome-Symbole suchen und sammeln, um damit spezielle Chrome-Level freizuschalten. Die sehen ungefähr so aus. Wow. Es lohnt sich nicht wirklich danach zu suchen. Aber nette Geste, Google Chrome. Jedenfalls ist das Spiel ganz nett und ganz niedlich und man spielt es auch noch dann, wenn man eigentlich gar nicht mehr spielen möchte. Es hat schon ein bisschen Suchtfaktor und nicht umsonst ist es zu einem Kultspiel geworden. Also wer das schon immer spielen wollte, aber kein iPhone oder iPad oder iPod oder was auch immer hatte, so wie ich. Guck mal hier. Au! Es ist umsonst, kann ich meckern. Und deshalb gebe ich Angry Birds, das Browser-Game, eine zu 90% ausgefahrene Radioantenne. Ich mag dieses Klappen. Das kann euer iPhone nicht, Bitches.